So, so und dann hier irgendwie. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ach so, ja, ich will ja natürlich jumpen. Ach so. Moment, warum ist da nur ein Energie drin? Okay. Okay, bla bla bla. Ja, so gehört sich das nämlich. Da habe ich irgendwie ein Energie nicht drin gehabt, das da eigentlich reingehört. So, das wollte ich mal gesagt haben. So, und jetzt hierhin oder hierhin macht, glaube ich, qualitativ keinen Unterschied. Ich werde erstmal hierhin jumpen. Dann können wir vielleicht einen Jump mehr mitnehmen. Deswegen, was gibt's hier so? You arrive at the Sultan Security Checkpoint, set up in a perimeter around the beacon. Traveling vessel, you will submit to crew profiling to identify fugitives of the Empire. Ich habe keine Zeit für diesen Unfug. Angriff. Denke ich mal. Ja, you don't have time for this nonsense. Attack. Ja, okay. Die haben hier nur so Engi-Lappen. Dann feuer ich doch mal. Ach so. Ja, ich werde die gleich mal boarden, glaube ich. Super Shields prevent teleporting. Okay, das heißt, ich muss erst diese Schilde da runterkriegen, bevor ich teleportieren kann. Wusste ich auch nicht. Ja. Das ist natürlich hässlich gerade. Die sind doch mal wieder stärker als erwartet. Und vor allem das Problem bei diesen Shifter, gegen das wir gerade kämpfen, ist, die haben auch einen Medibay. Medibay heißt immer Probleme. Oh, irgendeiner ist gelevelt. Oh, noch einer ist gelevelt. Ding, ding. Geht euch mal heilen und der kann es hier selber fertig reparieren. Ja, ich habe zwar sehr viele. Ja, ich brauche unbedingt mal einen Shop jetzt, also Missiles oder eine andere Waffe oder irgendwas. Ich habe zwar sehr viele gute Sachen auf dem Schiff, aber irgendwie klappt es gerade nicht mit dem Nachbarn. Ich werde hier wegjumpen. Ich denke, also die haben halt auch einen Medbay, deswegen kämpfe ich jetzt mal nicht gegen die. Und da ist ein Store. Gott sei Dank, ab in den Store. Nix wie weg. Ja, continue. Geil, hier gibt es einen Burst Laser Level 1. Den könnte ich. Und eine S-Bomb. Aber die braucht auch, glaube ich, Missiles, ja. So, jetzt repariere ich erstmal mein Schiff. Und so weit. Und heile mich auf und all das. Ja, und du stirbst mal bitte nicht. Und ihr heilt euch auch mal auf. Ach, verdammte Axt, jetzt haben wir hier nochmal Schaden genommen. Naja, ungut, aber gibt Schlimmeres. So, ihr geht mal hier helfen, du gehst mal hier reparieren. Oder nee, du heilst dich erstmal. Hier repariert mal euren Teleporter. So, du bist der Johnson. Du bist der Johnson aus den Waffen, richtig? Ich bin gerade völlig. Ah ja, du warst der Waffen-Johnson. Marfan, du bist schon richtig gut in den Engines geworden, muss ich auch mal sagen. Der hat schon fast Max-Level erreicht. Unsere Waffel, aber mit den Waffen ist nicht so wirklich der tollste Kämpfer der Welt. Aber insgesamt ist unsere Crew schon relativ gut in dem, was sie macht. Gefällt mir. Dengel, heil dich mal auf. Dengel, Dengel, Dengel. Gibt's aus Werner, Beinhart wie ein Rocker. Da gibt's ja diesen Dengel-Song. Ship, ship, ship. Store, Store. Ah ja, wir wollten kaufen. Wir wollten erstmal. Drone Recovery Arm. Brauche ich nicht wirklich. Moment, habe ich irgendwelche Augmentions eigentlich? Erstmal gucken. Ich glaube aber nicht, ne? Ne, wir haben keine Augmentionen. Dann. Ich wollte nicht da draufklicken, ich wollte darauf klicken. Shield Charge Booster brauche ich nicht wirklich, brauche ich nicht wirklich, brauche ich alles nicht wirklich. Ich werde erstmal verkaufen Beam, Defense und Defense 2, denke ich. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Dafür kaufe ich mir den Burst Laser Level 1 und repariere mich erstmal. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir das mal so. Zusammen brauchen die. Oh, der Burst Laser Level 1 braucht auch 2 Power. Er schießt schneller, oder? Oh, aber nur ganz knapp. Naja. Kein größeres Problem. Dann werde ich auf jeden Fall versuchen. Ship, 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 Ship Store. Ne, Ship. Ah, hier. Ship natürlich. Hier 1. Dann fehlt mir aber ein Power, genau, oder? Und dafür haben wir nicht genug Geld. Schade eigentlich.
Ich könnte die Artemis verkaufen, wenn ich die einfach nicht mehr benutzen würde. Ja, das werde ich glaube ich auch machen. Also, ich glaube, dass die Artemis ihren Dienst getan hat. Vielleicht bekommen wir später nochmal eine bessere Missile-Launcher-Waffe. Aber die Artemis feuert einfach zu schnell und macht nicht wirklich viel Chancen. Schaden. Chancen, ja, genau. Dann werde ich erstmal mit zwei Burst-Lasern weiterfliegen. Und. Ach so, ja, genau. Ah, ne, ich habe nicht genug Power. Ja, dann. Hier, das brauchen wir dann nicht mehr. Drone Parts brauchen wir auch nicht mehr. Missiles brauchen wir gerade auch nicht. Was dann dazu führt, dass wir eben noch eine Powerbar kaufen können und jetzt mit zwei Burst-Lasern rumfliegen. Und mit der Boarding hier, mit dem Boarding, ist das, denke ich, ein ganz okayer Mix. Ich weiß nicht, ob das wirklich die besten Entscheidungen war, die ich gerade getroffen habe. Aber ich hoffe, sie waren nicht die schlechtesten Entscheidungen der Welt. Und wir greifen natürlich die Piraten an. Und. Oh, sind es. Wie viele sind es? Ist das ein Mantis? Man kann es gerade nicht sehen. Muss man da ganz nah rangehen. Sehe ich trotzdem nicht so wirklich. Naja, dann feuern wir. Oh, ne, ist ein Slug. Was können Slug nochmal? Ich weiß es nicht genau. Aber ich werde hier auf jeden Fall. Oh. Ah ja, die haben noch Schilde an. Da können wir können erst teleportieren, wenn wir die Schilde einmal runtergehauen haben. Ja, deswegen dauert es noch ein bisschen. Ein bisschen dauert es. So, ein Treffer noch und dann können wir die boarden. Oh, irgendeiner ist wieder gelevelt. Ah, der Typ in den Waffen ist gelevelt. So, jetzt teleportieren wir mal und zwar auf den da. Vielleicht können wir den ambushen. Vielleicht kriegen wir den tot, bevor der abhauen kann. Man kann auch so ein bisschen kiten in dem Game. Gucken wir mal. Ja, Schaufel und Waffel leben noch ganz gut, sind noch ganz gut dabei. Der geht natürlich jetzt ins Medbay. Vielleicht können wir mal ihn aufs Medbay feuern. Und wir können auch, das Lustige ist, wir können auch einfach deren Waffen jetzt zerstören. Ach, vielleicht hätte ich erstmal auf deren Medbay feuern sollen. Ah, oh, geil. Der andere Typ ist auch gelevelt. Moment, wie viel Leben hat diese Schnecke noch? Ach so, vielleicht sollten wir nicht aufs Medbay feuern, wenn wir da selber drin sind. Dann, ah ne. Ja, kann ich vergessen. Ich bringe die mal lieber zurück. Die zwei. Und, ach so, ne, ich habe sie noch nicht zurückgebracht. Aber ich kann hier einfach mal die Schilde zerstören von innen. Ja, jetzt teleportiere ich die aber zurück. Also man muss es ja nicht übertreiben. Ihr kommt zurück. Und wir haben den ordentlich Schaden gemacht. Also es ist nur noch ein Gegner übrig. Was ich auch machen könnte, ich könnte die jetzt auch einfach aufheilen lassen. Wenn wir es schaffen. Ach so, der Burst Laser 2 feuert nicht. Ich bin ein Trottel. Ja, ich feuere nur mit einem Burst Laser von meinen Zweien. Dann ist natürlich kein Wunder, warum da nichts klappt. Doof. Ja, ich sollte auf jeden Fall mal versuchen, zumindest die Waffen auszuschalten oder das Medbay von denen. Ja, ich versuche mal das Medbay auszuschalten. Wenn ich das Medibay ausschalte, dann kann ich einfach nochmal auf deren Schiff teleportieren und die Schnecke töten. Und dann ist Game Over für die. Wenn ich mal treffen würde, jetzt ordentlich. Komm schon, daneben. Ich treffe, ich komme einfach nicht durch deren Schilde irgendwie durch. Wenn ich das Medibay auskriege und dann sofort ins Medbay teleportiere, um zu kämpfen dort, dann haben die keine Chance eigentlich. Aber ich frage mich, warum ich nicht so oft, warum ich so oft daneben feuere. Das ist ja krass. Also wir feuern fünfmal, ja? Und die haben drei Schilde. Das heißt, wir sollten eigentlich normalerweise zwei Treffer immer kriegen. Aber der weicht halt so gut aus irgendwie. Ah, ich könnte eigentlich auch dafür sorgen, dass er nicht mehr ausweichen kann, ne? Ich feuer einfach weiter auf das Medbay. Ja, das Medbay haben wir getroffen. Einmal zumindest. Das ist rot. Ha, Sieg. Oder? Ja, Sieg. Geil. Und wir bekommen einen Augment Long Range Scanner und 58 Scrap. Ja. Und ich sollte natürlich aufhören, darauf zu feuern. Ist immer ganz lustig, wenn man das eben schafft, deren Crew zu töten. Dann kriegt man halt voll die geilen Sachen dafür. Aber wie wir jetzt hier gucken können, wir bekommen hier den Long Range Scanner, das heißt, wir bekommen mehr Informationen. Das heißt, wir sehen weiter, als wir jetzt sehen. Normalerweise sehen wir nur ein Feld, jetzt werden wir wahrscheinlich weiter als ein Feld sehen. Oh, ich liebe das Kampfsystem in dem Spiel, das ist echt geil. Muss man sagen, das ist richtig gut gemacht mit diesem Teleporter. Und ich glaube, ich werde ab sofort den Teleporter sehr viel häufiger benutzen.
sehr, sehr, sehr viel häufiger benutzen. Ja, ach so, ich will noch mal ganz kurz gucken. Ja, Combat 08, 0 von 8 und der andere hier 1 von 8. Das heißt noch 7 Kills für den einen und 8 Kills für den anderen. Dann haben die maximale Kampfstärke für Menschen erreicht. Ja, und ich würde sagen, wir jumpen und oh, ja, wir haben ja jetzt hier, wir sehen ja jetzt eben mehr Sachen. Was auch ganz nett ist. Und ich würde erstmal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werde hier runter jumpen und dann nach oben so rum. Sofern sich jetzt nicht noch irgendwas komplett Tolles unten rechts befinden sollte. Despite their precautions, pirates have begun to harass the local Zoltan settlements across the sector. One such pirate spots your ships and moves into attack. Ja, aber die sind nur zu zweit. Ich könnte auch mal einfach versuchen. Ah, die haben voll viele Ionenwaffen und nennen und so einen. Ah, die haben vier Waffensysteme, da muss ich auf jeden Fall auf die Waffen feuern. Und die haben hier einen Rockman. Sieht zumindest aus wie einer. Okay, jetzt haben wir da schon mal getroffen. Weil ich jetzt nochmal auf die Waffen feuern kann und den Typen da drin ein bisschen anschlagen kann, dann kann ich den vielleicht töten. So, den haben wir auf jeden Fall getroffen. Dann würde ich sagen, Attacke. Und mit dem Burst-Laser feuere ich jetzt einfach erstmal auf die Schilde. Ja, ich denke, dass wir hier auf jeden Fall den einen töten sollten. Insbesondere, wir sollten einfach beide töten. Ja. Ja, der versucht hier die Schilde zu reparieren. Huch, warte einen Moment. Nee, ich will nicht auf mich selber feuern. Ja. Sehr schön. Ja, den kriegen wir, denke ich, tot. Nein, und zwar, ich muss auf jeden Fall aufhören zu feuern, sonst töte ich mich selber. Also, das ist, wenn ich jetzt die zwei Leute töten würde, das wäre natürlich saudoof. So, wir bekommen Missiles, Drone Parts und Scrap. Und ja, hat sich definitiv mal wieder gelohnt, dieser Einsatz da von unserem Special Team, unserem SWAT-Team, nenne ich es jetzt mal. Auch wenn es ordentlich knapp war. Aber wir hätten sie ja zu jedem Zeitpunkt retten können. Und Schaufel haut schon ordentlich drauf. Und der Waffel, der hält sich immer so mit den Killen zurück. Der ist eher so der kleine, ruhige, der dann in der Ecke sitzt. Und ja, das Schaufel und Waffel ist dann der Brutalo, der aufs Maul haut. So, und ich würde sagen, wir jumpen. Distress Call werde ich nicht mitnehmen. Ich werde es nicht übertreiben. Ich werde erstmal hier hin jumpen und dann wahrscheinlich hier hin. Und dann können wir von hier. Nee, können wir nicht. Dann werde ich also als erstes. Ich könnte auch hier hin und dann hier hin und dann da hoch. Ja, es glaube ich, gefällt mir besser. So können wir auf jeden Fall. So haben wir zumindest die Möglichkeit, einen weiteren Jump zu machen. Oh Gott, und die haben viele Leute auf dem Schiff. Fünf Leute und Tarnen und alles Mögliche. Huiuiuiui. Und vier Waffensysteme. Eieieiei, das könnte böse werden. Ach ja, und wir haben die Waffen nicht geladen gehabt. So. Dann feuern wir mal auf das Waffensystem von denen. Also ich werde hier nicht versuchen, die zu boarden. Insbesondere, weil sie auch wieder einen Medibay haben. Die haben sehr viele Waffensysteme auch. Ja, muss ich definitiv hoffen, dass ich da mal einen Treffer oder mehrere Treffer auf die Waffen bekomme. Sonst könnte es etwas problematisch werden. Ja, und jetzt haben sie sich wieder getarnt. Aber ich werde sofort wegjumpen, wenn ich kann. Ich glaube, oder gewinnen wir gegen die? Sieht eigentlich, die haben wenig, relativ wenig Schilde dafür, dass sie so viele Waffen haben und so viele Leute und so weiter. Also das Schild sieht schon super stark aus. Das Schiff sieht super stark aus, aber dafür haben sie keine Schilde. Naja, ich werde einfach mal hier rausjumpen. Man muss sich nicht mit jedem anlegen, glaube ich. Die sind definitiv gerade in so einem State, wo ich nicht wirklich denke, dass es eine gute Idee ist. Und oh ja, okay. Die werden also auf unser Schiff teleportieren. Haben die Medibay? Ne, haben sie nicht. Das ist natürlich auch sehr nützlich zu wissen. Dann werde ich euch mal bekämpfen, bevor ihr mir meine Kameras ausmacht. Das muss nicht unbedingt sein. Da unsere Leute im Kampf gelevelt sind, sollten wir hier eigentlich auch nicht verlieren, den Kampf. Oder sind die auch gelevelt, die Gegner? Ich weiß es nicht. Naja, ich werde auf jeden Fall meine zwei Leute retten, bevor sie sterben. Aber ich denke, die werden einfach raus teleportieren. Ja, wir haben definitiv mehr Leben als die. Oh nein, Gott. Ah, oh Gott sei Dank. Das war ein bisschen eng. Ein bisschen sehr eng. Das Schöne ist, wie gesagt, die haben ja kein Medibay.
Und ich werde die jetzt einfach gleich töten mit meinen Leuten, die auf deren Schiff kommen werden. Und einen haben wir von denen schon getötet, von der Crew. Das heißt, den anderen, wenn wir hier hinten Schilden ambushen, den haben wir auch einen easy clean kill. Was natürlich eine nette Sache ist. So, ihr seid da beide drin und der ist einfach tot sofort. Ja, der hat auch überhaupt keine Chance. Und jetzt kämpfen wir zwei gegen einen. Und bis der andere kommt, ist der eine hier tot. Quasi. Da kann ich eigentlich auch die Waffen ausschalten. Ah, ich würde sie einfach weiter feuern lassen. Warum nicht? Kostet ja kein Geld. Kostet ja keine Missiles eher. So, bevor du stirbst, gehst du mal ganz kurz raus da. Muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass, dass hier noch irgendwie ein Unglück geschieht. Ja, geh weg. Okay, so. Ja, und wir holen uns drei Fuel, Drone Parts und 50 Scrap wieder da raus aus dem Schiff. Oh Mann, ich liebe den Teleporter. Ach, wie konnte ich den immer nur liegen lassen links? Der Teleporter bringt so viel, der bringt so unglaublich viel. Ja, was kann ich jetzt mit dem Geld machen, das ich gerade bekommen habe? Mein Schiff upgraden, aber was denn? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte hier meine Engines upgraden, meine Schilde könnte ich nochmal. Ah ne, Schilde kosten noch ein bisschen mehr. Aber ich könnte auch mal einen mehr Power kaufen. Ich könnte so viel Sachen machen. Aber ich warte erstmal lieber. Hier, was kann man denn? Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Teleporter. Ah, ich kann den Cooldown erniedrigen. Aber wir wollen ja eh nur. Ach so, dann kann man wahrscheinlich zwei Leute rüber. Also dann kann man zweimal Leute rüber schicken, wenn man den Cooldown runterstellt. Dann hat man dann halt vier Leute auf dem gegnerischen Schiff. Ach so, so könnte ich mir das vorstellen. Ist eine ganz lustige Sache. Musst du mal ganz kurz wieder hier gucken nach den Statistiken. 4 von 8 und Waffel 3 von 8. Okay, der Waffel hat jetzt so ein bisschen angezogen noch. Der will sich jetzt nicht hier. Der will nicht als der Schwächling der Truppe gelten. So sehe ich das. Und ich jumpe mal weiter. Und zwar nach da oben und dann ins Exit. Und dann war die Episode, glaube ich, sehr lange diese. A rebel ship hails you. Federation Scum, we've waited a long time for this. Oh, die haben hier so eine Drohne, die böse ist. Und was ist das hier? Ah, das ist hier so ein Defense Drone, glaube ich. Oder eine, keine Ahnung, was das ist. Ach, wir feuern einfach drauf. Zack, zack. Feuer ich jetzt mit beiden, ja. Einfach mal auf die Waffen. Und hoffen, dass wir deren Waffen eben ausschalten können, bevor die uns treffen. Das wäre ganz nett. Daneben, haha, die haben daneben gefeuert, was natürlich eine nette Sache ist, insbesondere weil es eine Missile war. Oh, und irgendeiner hat gelevelt. Wer war's? Ich hab's nicht gesehen. Ah, hier, der Schildtyp levelt. Dengler. Dengel, Dengel, Dengel. Wunderbar. Auf jeden Fall nett. Unsere Crew ist mittlerweile schon sehr advanced in dem, was sie tut. Weiter auf die Waffen. Auf die Waffen. Schieß auf die Waffen. Oh, verdammt, nicht auf unsere Waffen. Doof. Ja. Ja, jetzt haben wir hier mal wieder einen Treffer gelandet, aber ich hätte gern nochmal einen Treffer, dass das mal komplett ausgeschalten ist. Und ich glaube, deren Schiff zu boarden ist halt auch wieder problematisch. Die haben fünf Leute, das heißt vier Leute plus diese Repair-Helf-Drohne. Und ist, glaube ich. Ach so, unser Burst-Laser feuert nicht mehr, weil die uns den gerade ausgeschossen haben. Ach, man hört halt mal auf, um meine Waffen zu schießen, das ist nicht fair. Ihr sollt einfach sterben. Das wäre viel toller. Ja, und der hier ist schon ordentlich angeschlagen. Ach so, und der Burst Laser 2 feuert wieder nicht mehr. Ja, ich glaube, ich werde einfach wegjumpen. Die sind, also ich glaube schon, dass ich sie besiegen könnte, aber ich würde halt große Verluste hinnehmen müssen. Deswegen, und tschüss. Okay, a strange vessel approaches. Zwei Benzin für zwei Drone Parts. Eigentlich ist der Deal relativ gut, aber ja, warum nicht? Soll man mal nicht gierig. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Drone Control später. Dann hat sich's gelohnt. Aber ja, normalerweise ist der Deal jetzt nicht so pralle, weil wir keine Drone Control haben und uns deswegen Drone Parts nicht wirklich viel bringen und man auch relativ selten nur Sachen verkaufen kann. Naja, wie dem auch sei, wir werden jetzt gleich in den nächsten Sektor jumpen. Und ja, ich würde sagen, es geht dann im nächsten Video weiter. Aber erstmal suchen wir uns noch den Soltan-Sektor aus. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut euch auch andere Episoden an, wenn euch das hier gefallen hat.
Und das wäre eigentlich auch schon alles gewesen. Und ich sage Tschüss wie immer. Tschüss.